Ich habe meinem Sohn von meinem Land erzählt, wo ich vor langer Zeit geboren bin. Er sah mich nur mit seinen großen Augen an und sagte, Daddy, warum gehen wir nicht dorthin? Ich habe ihm nichts erzählt von Schwarz und Weiß. Wie soll ein kleiner Junge das verstehen? Die vielen Tränen, die Apartheid mit sich bringt, sollen seine Kinderaugen auch nicht sehen. Ich würde ihm gern zeigen, wo ich zur Schule ging, den Sportplatz, wo ich manchen harten Ball beim Spielen fing, den Strand, wo wir als Kinder Burgen in den Sand gebaut. Was stört uns die Farbe einer Haut? Wenn ich mit meinem Sohn dorthin gehe, irgendwann will ich ihm sagen, in diesem Land ist alles schön. Ich will nicht, dass er traurig wird und zu mir sagt, hey Daddy, komm, lass uns wieder gehen. Hey Daddy,